Okay, noch mehr Puppenutensilien. Ich meine, jeder kann sein Hobby haben, wie er will, aber... kranke Puppen aufzustellen und diese... Hä? Nee. Okay. Ich wollte eigentlich die Kiste nehmen. You spin my head right round, right round. Yeah! Okay. Bevor uns schwindig wird, ja. Das wollte ich eigentlich. Sehr schön. Gut, da ist ein Schlüssel. Gar nicht wieder. Gruselig. Vor allem diese Kombination. Weißt du, vielleicht fühlt man sich einsam und deswegen bastelt man Puppen, die einem Gesellschaft leisten. Aber diese Leichen hier wiederum drücken eigentlich aus, dass diese Person eben nicht gesellschaftlich veranlagt ist. Okay, kann ich hier was machen? Ah, okay. So ging das. Puppe, Mensch oder Leiche? Puppe, Mensch. Puppe. Ich sag ja gar nicht gruselig. Vor allem, warum hat die Puppe die Kurbel in der Hand, weißt du? Na, weg. Okay. Weil der einzige. Wie ist diese Szenerie entstanden? Weißt du? Das einzige logisch wäre, wenn das eine Falle wäre. Und das war es ja anscheinend nicht. So, rüber damit. Ah, du machst es schon? Sehr gut. So. Ach so, okay. Ja, ich habe gedacht, der Schlüssel hängt da dran. Dann mache ich das nun mal so. Oh, dieser Leichengeruch vor allem. Yes. Ah, daran erinnere ich mich. Das war eine Neuerung, über die ich mich sehr gefreut habe. Der Schlüssel wird in ein Inventar gepackt, auch wenn ich darauf keinen Zugriff habe. Und nicht gezwungenermaßen immer rumgetragen. Das hat mich ein bisschen gestört, wenn man tatsächlich einen Schlüssel rumtragen musste von A nach B. Oh, ein Gnome. Und damit... Hey ho, und let's go zum DLC von Little Nightmares 2. Sobald man die Schubladentür, nachdem man den Schlüssel hat, öffnet, kommt hier ein Gnome und man muss ein kleines Versteckspiel mit ihm machen, um eine Belohnung zu kassieren. Der DLC ist nicht groß, ist nur so eine kleine, ja, Gag. Artiger Zugang. Aber ich finde es trotzdem schön, dass der Gnome mit Hilfe des DLCs noch einen Auftritt hat. Yeah, ich liebe es, kaputt zu machen. So, dich habe ich schon gesehen. Achso. Boah, sehr schönes Kunstwerk. Also, wer will das nicht kaufen? So, kann ich dir irgendwie folgen da hinten? Ja. Aus dem ersten Teil wissen wir, die Gnome sind an sich sehr hilfreich und haben auch auf die Kommandos von uns teilweise gehört. Komm jetzt da raus. Dankeschön. Allerdings muss es trotzdem kein gutes Ende immer haben. Wo bist du hin? Achso, einfach an die Couch. Und hopp und hopp und hoppsala. Ja. Ey, das schöne Bild. Also ist hier nichts.
Danke. Vielen, vielen Dank. Okay, aber wie komme ich zu dir? Boah, ich sehe rein gar nichts. Läufst du vor mir weg oder läufst du mir hinterher? Läuft mir hinterher, okay. Dann komm ein bisschen nach. Ja, er will mich auf seine eigene verdrehten Weise zu irgendwas hinlocken, auch wenn er eher wegrennt. Alter, es ist dunkel. Okay, das kann man schieben, sehr schön. So, wo willst du hin? Bleib da, bleib da, bleib da, ja. Ich sehe ohne den kleinen Kerl nichts. Okay. Ah, okay. Ja, und da haben wir den Hut. Was passiert? Ah, Licht ist an. Okay, 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 okay. Warum auch immer die Kerzen angehen? Durch einen Schalter. Ich meine, wie elektrische Kerzen sehen das für mich nicht aus. Und nur wenn man den DLC hat, kann man dementsprechend... Ah, hier nach oben. Kann man dementsprechend sich diese Mütze hier holen. Von dem Gnom. Die zählt übrigens nicht zu den internen Achievements. Klar, man kann ja nicht voraussetzen, dass man den DLC sich holt. Sehr schön, jetzt bin ich auch ein Gnom. Na, wo gehst du kleiner hin, kleiner? Nee, da will ich nicht hin. Da will ich hin. Ich bleib noch etwas bei der Kappe. Oh. Die gefällt mir gerade etwas mehr. Da ist Boden. Und da sind wir wieder. Ja, der DLC besteht tatsächlich nur aus diesem kleinen Teil. Natürlich zusätzlich gibt es noch ein paar Kleinigkeiten wie Soundtrack, Artworks, denke ich auch, Hintergründe etc. Aber spielerisch ist das tatsächlich alles, was im DLC drin ist. Muss jeder natürlich selbst entscheiden, ob das Geld ihm wert ist. So, dann können wir hier öffnen. Die Geräusche haben aufgehört. Das heißt, ich bin erstmal in Sicherheit. Ah, hier geht's sogar raus. Okay. Hier geht's schon raus. Und ihr seht auch in dieser Welt, die Fußabdrücke passen nicht zu unserer Größe. Wobei ich gar nicht weiß, in welche Richtung die gehen. Gehen die nicht in der Richtung? Ist das so ein rückwärts laufender Typ? Naja, ich muss erstmal aufs Klo. Einen Moment. Kleine Pause. Klozeit. Das habe ich noch im Kopf. Oh, ist schon besetzt. Okay, wir warten. Dieser hier bewegt sich im Gegensatz zu dem anderen. Komm mit mir, ich will nicht alleine ran. Die Frage ist, warum? Es zeigt wahrscheinlich vergangene Kinder an, die auch schon mal hier waren und kein so großes Glück hatten. Bisher lief noch alles gut. Ja, auch hier sammeln sich wieder die Fallen. Na komm. Okay, das war's. Das sollte aber auch reichen.
Dann weiß ich aber nicht, woher die Geräusche vorhin kamen. Jetzt höre ich auch wieder Geräusche, die sind aber nicht so laut. Dafür umso schlimmer. Durch. Ja. Beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Ja, ist klar. Sind wir jetzt im Shooter oder was? Okay, okay, okay. Komm weiter, weiter. Es gibt genug Hindernisse. Sehr schön. Und weiter, 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 weiter. Versteck dich! Versteck dich! Diese Gestalten sehen aber genauso seltsam aus wie früher. Hat sich also nicht viel geändert. Bist du sicher? Meinst? Dann gehen wir zusammen. Zurück in die Hütte würde ich jetzt nicht wollen. Scheiß Vogel. Zum Glück sieht man uns nicht so im Gras. Ja, wir gehen nur zusammen spazieren. Alles gut. Alles gut. Ein kleiner Familienausflug. Alles gut. Nein, 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 nein. So knapp hat er mich. Komm her. Okay, diesmal kann mich der Vogel mal. Okay, ich muss das hier etwas besser timen. Ja, leicht vor ihm bringt es nichts zu sein, wenn er dafür die Taschenlampe rüberschwenkt. Sieht er mich hier? Nein, gell? Nein, okay. Ich renne noch nicht, aber jetzt. Okay. Ja, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Jetzt sind wir in Sicherheit. Okay, jetzt sind wir in Sicherheit. Was soll diese Gestik, bitte, Mono? Sieht aus, als ob er mir sagen soll, sprich mit meiner Hand. Okay. Ich denke, hier rüber gibt es keinen Weg. Hier kann er uns nicht folgen. Alles gut? Dann gehen wir weiter. Erste richtige Hürde haben wir geschafft. Ich denke, auch mit der Axt hätte ich da nicht viel machen können. Da geht's tief runter. Okay, kann ich damit was retten? Ja, okay, probier's, ja, probier. Ich halte, ich halte, ich halte. Yes. Ja, ja, hast du eine Idee? Ja, ja. Du hast den leichten Part, ich habe den schwierigen. Okay, alles klar, verstehe. Ja, ich komm, 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 komm. Nein, ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt.
wollte ich nicht. Ich wollte nicht schlucken. Aber schön, dass es dieses Rutschen gibt. Gut zu wissen. Aber das wollte ich nicht. So. So, komm kurz zurück. Danke. So, so soll es aussehen. So, sieht doch viel besser aus. Also ich finde bisher, wir sind ein gutes Team, oder nicht? Ja, einmal kurz abklatschen, zack, 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 zack. Und dann läuft's. Die Kapuze kommt mir bekannt vor. Nick, du blöder Vogel. Du willst mir auch nicht sagen, was ist... Nee, das ist nicht Six. Six hat ja auch immer so einen Regelmantel an. Aber unsere Hutsammlung wächst. Das ist sehr schön. Und auch noch so früh. Hier stapeln sich wieder die Fallen. Ist da irgendwas zum Auslösen? Nee, gell? Nee, okay. Ne? Ich hab was gesehen. Na okay, vergiss es, er ist wieder da. Wo gehst du denn hin? Okay. Ja, der Vogel. Das ist wahrscheinlich mal derselbe, der mich stresst. Ja. Und die Musik stresst gar nicht. Oh, schöner Fernseher. Mein Bildschirm ist etwas moderner. Nein! Oh! Hoch mit dir! Bewegt dich! Musik stresst so gar nicht! Hä? Ja, schnell runter. Kann ich wegrennen. Alter, vor allem wie begierig er auf uns ist, weißt du? Haben wir irgendeinen Wert? Bäh, ich kann untertauchen in dieser Soße. Bäh. Bäh. Oh, hier muss ich sogar kurz. Bäh. Wie die zwei das ertragen können, vor allem. Ne? Ich versuche erstmal zu timen. Wenn es gar nicht geht, ducke ich mich aber, ja. Okay. Nein. Was? Was? Achso. Oh. Ich dachte. Hier. Wurde erwischt. RCS. Ich würde sagen, ist ein Mädchen von den Narren, aber kann man heutzutage ja auch nicht pauschal sagen. Oh, wie süß, ein liebes Pärchen. Ich habe das nicht mitbekommen, aber ich brauche eine Deckung. Und solange er nicht reinkommt, ist es mir völlig egal. Das ist mir völlig egal, dass er nur halt gleichzeitig mal mit mitgehen muss. Oh, ich dachte schon wieder, die Raben verraten mich. Aber hier bekommt das nicht mit. Husch, husch. Toll. Diese Raben stressen mich jetzt schon. Blöde Raben. Da ist noch eine Kiste, schnell! Ah, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da!
Mach zu. Okay, und jetzt. Oh, bitte sag, ich kann ihn abschoten. Ja. Schnell. Oh mein Gott. Geschafft. Töten ist nicht gerade das, was wir am liebsten machen, aber... Was tut man nicht alles zum Überleben? Zusammenhalten wir alles durch. Und dafür gab es auch ein wunderbares Achievement. Das heißt, wir können weitergehen. Übrigens, die Demo hat schon vor einer Weile beendet. Ich denke, als wir in dieses Loch gekrochen sind, das war das Ending von der Demo. Dementsprechend ist tatsächlich hier alles blind. Durch das Überfliegen der Achievements weiß ich noch so ungefähr, auf was ich achten muss. Also am Anfang war es ja der Kühlschrank und so. Aber das war's. Kapitel 1 ist damit beendet.